Pastewka. Bastian Pastewka. Bastian Pastewka und Bernhard Hoeker. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und dann. Die 100 nervigsten Hugo Egon Balder. Ja. Mit Oliver Geissen. Nein, das ist ja bei ProSieben. Das ist ja bei ProSieben. Das war auch mal ein Fernsehsender, der mal was konnte. Nicht wahr, Christoph? Naja. Ja, es geht gut los. Ein bisschen Medienkritik wird erlaubt. Bin ja gespannt, Bastian, ob du heute mal irgendeine Frage beantwortest. Ich habe noch nie hier eine Frage beantwortet und ich sage, eine schöne Tradition, das soll so bleiben. Bezieht es sich auf die Schenkel eines Dreiecks? Das ist eine Frage, die ich jetzt herzlich gerne am Anfang des Jahres mit Jahren Aber er antwortet doch wie immer nicht. Er antwortet nicht, seitdem er sich im neuen Jahr diese André Rieu-Frisur gemacht hat. Ja? Hat er gesagt. Okay, sind wir in der Mathematik, Herr Balder? Sind wir in der Mathematik? Ist das die richtige Richtung? Sind wir bei geometrischen Figuren? Richtig. Naturwissenschaften. Sind wir beim Cello? Sind wir bei Genial daneben? Sind Sie bei... Kennen Sie doch das Boot, ja, den berühmten Film, im Film anblasen, schnell anblasen, die Wasserbomben auf Achtung. Im Film hat das immer Martin Semmelrogge gemacht. Der hat immer angeblasen. Martin Semmelrogge hat das, glaube ich, immer gemacht. Martin Semmelrogge. Man kann doch Scherz dann. Und dann geht das Boot so wie eine Nussschale. Was ist eine Orientbeule? So. Ich bin mal dort gewesen, meine Damen und Herren. Ich hatte auch dieses Hemd an. Und ich hatte, da kamen so Damen vorbei. Und naja, und dann war es passiert. Du kriegst das eine in die Fresse und... Das sind die Robot-Feuerwehrmänner. Es gibt noch die Spider-Man-Feuerwehrmänner. Also. Mir ist klar. Ich glaube, es ist, ich finde das aber nicht dumm. Ich finde das, ich glaube, es ist, an der Armbrust ist ein Pfeil, der wird durch ein Fenster geschossen, fällt in das Zimmer herunter. Daran hängt ein Seil. Das Seil wird dann gezogen, verhakt sich mit aufgehenden Haken an der Fensterbrüstung. Das Seil wird dann auf der anderen Straßenseite an einem Haus oder am Boden festgemacht und dann hangelt sich da so ein Feuerwehrmann rüber. Und zieht die Oma, die von dem Pfeil durchbohrt wurde. Löschleiter, liebe Freunde, die Löschleiter wird am Hause angelehnt. Die Oma wird gerettet, Opa wird, alle werden gerettet. So, und dann brennt aber die Löschleiter und verschmelzt voll mit dem Haus. Das heißt, die Feuerwehr kann das Auto nur retten, wenn sie das Haus zieht. Moment! Und damit das nicht passiert, schießen die mit der Armbrust das Haus frei. Und die Leiter... Das waren Binden, Herr Balder. Was war das? Binden. Binden. Obes ohne Binde. Ersatzflüssigkeit. Haben Sie schon mal einen Blutstropfen in der Binde in der Werbung gesehen? Nein. Es war immer blaue Flüssigkeit. OB heißt ohne Binde? Ja, ich dachte, das heißt ohne Binde. Wie, also bei Rollschweller denke ich daran, dass etwas durch Anschwillen einer anderen Sache anfängt zu rollen. Das ist ja schön, dass du das denkst. Sascha ist ein Unisex-Name. Es hätte ja auch ein Mann sein können. Aber Sascha ist hier ein Mädchen. Ja. Ist wie Horst. Du bist doch ein Wie Horst. Ich höre ihn nicht. Hier? Nein, ein bestimmter Fisch. Danke. Ein bestimmter Müssen Fisch. Müssen wir den Namen von dem Fisch kennen? Natürlich. Also Horst. Wie Flipper oder Moby Natürlich. Dick. Horst Möchte. Heißt er. Horst der Fisch. Was macht die Chukwala-Echse, nachdem sie um sich... diesen Namen auszusprechen. Chukwala. Chukwala. Chukwala-Echse. Was macht die Chukwala-Echse, nachdem sie sich vor ihren Feinden in eine Felsspalte geflüchtet hat? Sie nutzt das als Deckung und aus dieser Spalte heraus macht die mit lustigen kleinen Waffen, kann die ihren Feind erledigen. Mit welchen? Laserschwert. Könnte es eine Geisteskrankheit sein? Vielleicht. Ich habe Flitterwochen, ich habe geheiratet. Ah!
Der Bonbon nimmt den Weg über die Fahne in den Mund. Warum? Deshalb hat man aus Sicherheitsgründen. Eine Schleifscheibe, zumeist aus Wildleder oder Baumwolle, mit der Goldschmiede ihre Schmuckstücke polieren. Schwabbel, weil Leder- bzw. Stoffschichten keine Festigkeit haben, sondern gewissermaßen schwabbeln. Oh, das ist aber jetzt weit hergeholt, Herr Walter. Der heißt Schwabbel. Und auf so einem Schwabbel wird eine Paste aufgetragen, die diesen Poliereffekt verstärkt, den Schwabbel aber auf Dauer verschmiert. Dann ist der verschmiert, der arme Schwabbel. Und um das zu verhindern, hält der Goldschmied dieses Teil hier, dieses Teil an den Schwabbel. Und die Stacheln, die man hier sieht, die rauen den Schwabbel wieder auf und entfernen so dann diese Polierpaste, die drauf ist. Und weil die Stacheln an einen Igel erinnern, nennt der Goldschmied dieses Werkzeug Schwabbel-Igel. Das haben Sie selber nicht verstanden, Herr Ball. Und man sollte es tunlichst hier anfassen und nicht hier. Das ist Quatsch hier. Da hält er uns hier eine vertrocknete Ananasscheibe und erzählt was von Schwabbel-Igel. Ah, ich weiß, natürlich, der muss mit der Zeitung rascheln. Und zwar an der Stelle, wenn das Publikum, da gab es immer diesen Hustenskandal. Weil irgendwelche Menschen irgendwie mal husten, dann könnte A, B, C oder D heißen. Und die haben sich überlegt, einer sitzt da und raschelt an dem Moment, wo alle so ein bisschen so schon anfangen zu husten und dem Kandidaten, der da gerade sitzt, Tipps zu geben. Das ist gut. Falsch. Okay. Sehr. Aber sie haben es alle geglaubt. Ja. Da ist übrigens was zum Beruhigen dabei. Also ich werde mal, aber ich... Ja, mich. Nein. Ich glaube, wir waren mit dem Schiff. Was ist das denn jetzt? Weihnachten. Weihnachten ist seit 30 Tagen. Aber es ist die Akazie ist der Grund. Bäume kommunizieren ja miteinander. Das heißt, wenn das ist man bekannt, einen ja. ja, und zwar auf einer chemischen Ebene. Natürlich. Und zwar, wenn man einen Baum zum Beispiel anknabbert. Können die auch Flöte spielen? Dann das ist die Schmetterlingsstellung. Schmetterlingsstellung. Ja, komm, der Flötenschlumpf fängt an. Ja. Adventswasser. Was ist das? Kirschwasser. Das ist, wenn der Schnee zum ersten Mal traut. Wenn der Schnee zum ersten Mal traut. Der neue Sat 1 Film in der 20er. In der Hauptrolle, Heino Ferralder, Nadja Uhl und nochmal Heino Ferralder. Wenn der Schnee zum ersten Mal traut. Der große Weihnachtsvierteiler. Ja, doch, das ist eindeutig von den Machern von Die Mauer, von Die Strom. Das ist alles zusammen. Als die Mauer brach, brachen auch die Deiche. Das ist alles zusammen. Wir haben alle zusammen einen Adventskranz gehabt. Sag mal ein Wort mit 5 TZ. Adventskranzkerze. Kann man mal machen. Kann man machen. Schneiden Sie raus. Passen Sie auf. Wir haben 4. Ja, genau. Ich war lange im Scheibenwischer. Das merkt man. So. 4 Kerzen. 4 Kerzen. Ich muss die Kerzen nacheinander anbrechen, je nachdem, welcher Advent gerade war. So, also, ist der Plan, dass die Kerze jeweils kleiner wird. Also ich weiß, der erste Advent ist die erste Advent war an dem Tag, als die Kerze zum anderen, die jetzt die kleinste ist. Da geht schon jemand, ich kann es verstehen. Wiedersehen. Wenn meine Gags scheiße werden, geht mein Vater. Wenn ich also verschiedene Kerzen unterschiedlich angemacht habe, steht oben in der Kerze so ein bisschen Wasser. Das muss man ab und das ist das Adventswasser. Ja, hab ich auch zügig und kurz und knapp. Advent heißt ja Ankunft. Ach, adveniere, jetzt wo Sie es sagen, Herr Ohl. Vielleicht kommt der Mann gleich zurück. Vielleicht ist es... Ah, ich bin bei etwas, was verschwindet und wiederkommt. Wir sind bei... Bei dem Mann. Wir sind ja ganz nah dran. Sagen Sie mal ein anderes Wort für Pantoffeln. Hausschuhe. Hausschuhe. Was sind das für Hausschuhe? Niedertreter. Pantoffeln. Filztreter. Von Romika. Klapperlein. Wenn der die hinlegt auf den Teller, weil er eine Froschschenkelsuppe gemacht hat und zur Dekoration noch 2 Schenkel beilegen möchte, zusammen mit einem Basilikumblatt. Aua, das ist
nicht schön, was soll man auch nicht essen. Das arme, arme Basilikum. Vielleicht hat das gar nichts mit der Maus selber zu tun, sondern mit einem Film, der in der Sendung mit der Maus stattfand. Ah, jetzt ist ganz falsch. Aber schön, erzähl mal. Bitte? Achso, da kommt immer diese Dokus. Das ist der Jochen. Ja. Der Jochen? Das ist der Nein, ich habe eine neue Theorie. Die Maus, die hat's ja faustdick hinter den Ohren und macht lustige Dinge. Klack, klack, klack. Vielleicht hat die ja Wasser in Wein verwandelt. Oder sie ist über Wasser und gegangen. Hat irgendwie, ja. Genau, oder ja. So. Die hat irgendwas getan, was Monsieur Jesus vorbehalten sein sollte. Sie wurde von der nicht. Kleinen gelben Ente gekreuzigt, die da immer rumläuft. Das ist aber ja, oh, wenn Reise beim Flug jemand stirbt. Wir hatten noch mal den Hugo. Genau, den hatten wir mal. Wer ist Hugo? Der Hugo, Human Remains at Cargo oder sowas. Das ist, wenn man einen Passagier tot zurücktransportiert. Das Schlimme ist, du merkst ja auch noch, was wir hier haben. Die legt ihre Eier in den Tieren ab. Und über die Vermehrung der Eier oder über das Schlüpfen der Larven, und es sind so viele, sterben... Weiter. Ja, ja, sterben die Tiere. Wo? Nein, und die Larven ernähren sich dann von Frösche. Wo legen die ihre Larven ab? In Magen. Im Körper. Auf dem Konto. Ich bin jetzt irgendwie mehr so im übertragenen Sinne in Betrieben, wo es nicht weitergeht, wo keine innovativen Ideen zum Zünden kommen. Sat.1 halt. Ja. Niedertreter ist die offizielle Bezeichnung für Hausschuhe, die an der Ferse keine verstärkte, sondern eine weiche Kappe haben. Das heißt, man kann diese Schuhe nach dem Hineinschlüpfen hinten entweder hochziehen und sie geschlossen tragen, oder man kann diese Ferse unten lassen und dann trägt man sie als Schlappen. Wer braucht denn sowas? Das weiß ich nicht. Wenn noch jemand torkelt mit so einer Flasche Wein in einer. Das ist ja sehr gefährlich für einen Polizisten. So haben wir uns kennengelernt. Ja.